Hello Party People! Im heutigen Video passiert etwas sehr Außergewöhnliches, denn Kevin und ich sind an einen sehr besonderen Ort gereist. Und zwar schlafen wir heute Nacht in einem Baumhaushotel in Bangkok. Crazy Combination. Es ist nicht einfach nur ein Baumhaushotel, sondern das Zimmer, was wir gebucht haben, ist ein Zimmer außerhalb des Baumhauses. Wir schlafen also quasi heute Nacht unter freiem Himmel in einem Dschungelabschnitt in Bangkok. Das ist schon ganz schön cool, finde ich. Es ist eine ganze Weile her, seit Kevin und ich Reisecontent gefilmt haben. Damals waren wir mit euch gemeinsam zum Beispiel in Kambodscha oder Indien oder auch Thailand. Dann kam jedoch meine Rücken-OP und eine sehr intensive Trauerphase, weil mein Vater gestorben ist. Und darauf folgend haben wir alle gemeinsam die Corona-Pandemie durchgestanden. Somit hatten wir damals erstmal ausgereist und ich habe meine Energie in der Zwischenzeit in Podcasts gesteckt. In den letzten 4 Jahren haben wir zwar nicht viele Reisevlogs selber gedreht, aber ich habe mir super viele TikToks und YouTube-Videos und Reels mit crazy Dingen auf der ganzen Welt angeschaut, die mein Herz haben höher schlagen lassen. Und eine Sache hat mich dabei schon immer besonders stark beeindruckt und das sind ganz besondere Hotelerlebnisse, wie zum Beispiel ein Eishotel in Schweden oder riesige Star Wars-ähnliche Kuppeln in der Wüste von Jordanien oder auch, was ich gefunden habe, ein Hotelzimmer in einer alten Mine 150 Meter unter der Erde. Ihr wisst, ich liebe Immobilien. Nur darüber zu sprechen macht mich ganz wuschig. Ich würde gerne nächste Woche ein Haus kaufen. Ist es realistisch? Nein. Habe ich es trotzdem geplant? Ja. Also haben Kevin und ich uns überlegt, wieso keine neue Videoreihe starten, in der wir genau in diesen Etablissements übernachten und das Erlebnis mit euch gemeinsam testen. Also war die Frage, wo starten wir? Wie einige von euch vielleicht wissen, sind Kevin und ich den Juli über in Thailand. Also habe ich meine crazy Hotel Experience Bucketlist gecheckt und tada, schon hatte ich die Antwort. Ein Baumhaushotel über den Dächern von Bangkok. Oder eher über den Palmen von Bangkok. Denn es ist in einem Dschungelabschnitt in Bangkok. Allerdings nicht einfach ein Haus auf einem Baum, in dem man schläft, sondern ein Haus auf einem Baum, wo es ein Zimmer außerhalb des Hauses gibt. Also sozusagen ein Zimmer ohne Decke und ohne Wände, wo man einfach mitten im Dschungel ist. Das Hotel nennt es auch View with a Room. Das Ganze kann man je nach Saison für 3.500 bis 4.000 Baht die Nacht erleben. Das ist vergleichsweise mit anderen Special-Hotel-Erlebnissen auf meiner Bucketlist auf jeden Fall eher auf der Schnäppchenseite, das kann ich euch sagen. Das Hotel befindet sich in etwa 45 bis 60 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, also fuhren wir erstmal mit dem Taxi an den Stadtrand. Die letzten 10 Minuten mussten wir laufen, weil man nicht direkt an das Hotel heranfahren konnte. Der Weg war allerdings wirklich sehr idyllisch und gut ausgeschildert und hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Am Hotel angekommen hatten wir einen sehr positiven ersten Eindruck. Nach dem Eingangsbereich folgte dann direkt das hotelinterne Restaurant, in dem wir mit einem Willkommensdrink und einer kleinen persönlichen Nachricht begrüßt wurden, die auf so ein kleines Blatt geschrieben wurde. Also ein Blatt von einem Baum. You know? Nicht ein Papier. Blatt in DIN A4. Nachdem wir unseren Drink ausgetrunken hatten, wurden wir zu unserem Baumhaus gebracht. Ich habe im Internet schon häufiger so verspiegelte Immobilien in der Natur gesehen und durfte das hier zum ersten Mal in Real Life sehen und muss sagen, man hat wirklich das Gefühl, komplett von Natur umgeben zu sein und es hat einen total entspannenden Effekt. Nachdem wir unsere Sachen dann verstaut hatten, konnten wir endlich damit starten, unser Baumhaus zu erkunden. Oh, was ein Zufall, dass ich direkt an der Tür stand. Kommt herein. Willkommen zu Wush Cribs. Man kommt hier rein und das hier ist der Eingangsbereich. Es gibt eine Treppe nach oben, da gehen wir gleich noch hoch. Aber hier unten gibt es eigentlich auch schon relativ viel zu entdecken. Also ich finde es eigentlich ganz cozy. Man hat hier so einen Kleiderständer. Dann ist hier so ein kleines Regal mit Handtüchern, ein Föhn, also so Utensilien fürs Badezimmer, eine Garderobe. Hier ist ein Badezimmer/Küchenbereich, so würde ich es nennen. Also wir haben ein
Waschbecken, wenn man es zu doll aufmacht, dann gibt es auf den Boden. Dann haben wir hier einen Wasserkocher, einen kleinen Kühlschrank, wo man Getränke und Snacks reinpacken kann. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier auch der Ort ist, den man fürs Händewaschen und Gesichtwaschen und so benutzt, weil hier direkt die Dusche ist. Also ja, es ist ein 2-in-1 Waschbecken. Oh mein Gott, ich war hier noch selbst noch gar nicht drin. Gar nicht drin. Oh Gott, die Akustik hier drin ist voll gut. Wir brauchen kein Mikrofon. Eine riesengroße Dusche, die, so wie ich denke, vielleicht in der Hauptsaison offen ist. Könnte ich mir vorstellen. Oh, könnte ich mir vorstellen, dass wir die auch hier irgendwie jetzt aufziehen können, oder? Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Doch, da, genau. Ich sterbe. Okay, das ist krass. Das ist krass. Oh mein fucking Gott. Das ist crazy. Ich kann vor einem Mango-Busch-Baum duschen. Okay, crazy. Das hatte ich bis dato noch gar nicht gecheckt. Ach krass, guck mal, hier ist eine Regendusche. Mhm. Aber hier ist auch nochmal so eine Dusche. Das heißt, du kannst wirklich hier duschen und in die Natur gucken. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass hier manchmal die Flut hinkommt. Das bedeutet, wenn man nach unten guckt, gibt es ein bisschen Müll. Ist so ein bisschen Seven vs. Wild Style, wo man auch denkt, einsame Insel. Ach krass, 50% Müll aus dem Meer. Hier sind so Seifenspender. Es ist schon nice, ne? Schon ganz nice hier so. Also, ich freue mich extrem drauf, hier gleich zu duschen. Alter Schwede. Genug Dusche, lass uns mal kurz weiter gucken. Dann haben wir hier, das ist die Klotür. Ja, also. Freue ich mich ja schon drauf auf meine Morgentoilette. Kevin, eigentlich der Horror, aber es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr da Privatsphäre braucht, weil man kann oben gleich nach draußen gehen. Das heißt, derjenige, der das nicht mag, wenn Leute im selben Raum sind. Wer sich da so ein bisschen anstellt wie ich, kann alle rausstecken. Wenn man Privatsphäre braucht, dann können die anderen Leute ja nach draußen gehen. Das ist ja kein Problem. Genau, und das Besondere an dieser Toilette ist, mir macht es ein bisschen Angst, aber okay, der Boden ist aus Glas. Also, oh Gott, ich habe so Angst, da drauf zu gehen. Oh mein Gott. Wenn ihr auf dem Pott sitzt, was ich jetzt mal kurz mache, dann braucht ihr euer iPhone gar nicht, weil ihr könnt einfach gucken, was für Müll da unten liegt. Wir haben uns eben gefragt, wäre es nicht eigentlich ganz schlau, wenn der Staff hier zwischendurch mal da unten den Müll wegmacht für die Leute, die hier pennen. Aber Kevin hat was ganz Schlaues gesagt. Es lässt vermuten, dass hier die Flut hinkommt und wahrscheinlich zwischendurch hier drunter einfach Wasser ist und die Flut spült nämlich den ganzen Müll an. Aber ich finde es einfach mega nice. Mega auch ein bisschen beängstigend, aber mega nice. So viel zur Toilette. Ich würde sagen, wir haben hier unten alles gezeigt. Lass uns nach oben gehen. By the way, wer lässt sich solche Treppen einfallen? Ich verstehe es nicht. Ja, also hier geht die Treppe nach oben. Es sieht mega stylisch aus, aber ich sag mal so, in diesem Land wurde gerade Marihuana legalisiert und man darf in diesem Land auch Alkohol trinken. Beide Dinge würde ich in diesem Baumhaus absolut gar nicht empfehlen, weil wenn ihr dann auf die Toilette müsst, könnte das auf jeden Fall eine sehr wackelige Geschichte werden. Kommen wir in unser Schlafgemach. Ein Raum, von dem ich bis eben gar nicht wusste, dass er in dieser Form existiert, weil dieses Zimmer heißt View with a Room. Jetzt macht es Sinn, weil das ist der Room. Ich habe aber gedacht, dass ein ganz anderes Zimmer oben, weil wisst ihr, ich dachte, der Wortwitz ist, der Raum, den gibt es eigentlich gar nicht, View with a Room, aber es gibt den Raum doch und das ist dieser. Als ich das gebucht habe, habe ich mich eine Sache überhaupt gar nicht gefragt und zwar, was passiert denn mit dem Raum draußen, wenn es regnet? Und das hier ist sozusagen der Backup-Raum. Ja, hier gibt es auch nicht viel zu zeigen. Es gibt ein großes Bett, klimatisiert. Was echt ganz nice ist in Thailand, zu jeder Jahreszeit in Thailand. Jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil, würde ich mal sagen, ne? Und das ist der Bereich draußen. Das hier ist sozusagen die Terrasse vor dem Schlafzimmer, aus dem wir gerade gekommen sind. Auf jeden Fall gibt es jetzt zwei Wege, die man gehen kann. Und der erste führt hier hoch. Und ich würde sagen, den gehen wir jetzt erstmal. Die Spitze! Okay, das ist sozusagen unsere erste Special Terrasse. Es ist eine Sonnenliege, ne? Also, ich glaube ja, ja. Ja, also, einfach eine Hängematte. Das so. Ist auf jeden Fall der perfekte Ort, um sich im Bikini hinzulegen und sich zu sonnen oder zu chillen oder zu lesen oder whatever. Was man bei dieser Terrasse bedenken muss, wenn die anderen Zimmer gebucht sind, dann ist man nicht allein. Also man kann gesehen werden. Es ist zwar hier ein kleiner Sichtschutz,
aber es gibt einen anderen Ort, was diesen Raum betrifft, wo man ein bisschen mehr Privatsphäre hat. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu dem eigentlich besonderen Teil dieser Unterkunft. Und das ist auch genau das, was ich im Internet gesehen habe und so dachte, oh mein Gott, das muss ich ausprobieren, das müssen wir ausprobieren. Come with me. Gerne. And look at this! Mitten im Dschungel ist einfach dieses fucking Bett. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, schlafen wir hier. Kommen wir zu den Bedenken, die ich habe. A, ich schlafe mit Oropax. Gibt es hier Affen? Bekomme ich mit, wenn Affen kommen? Da kann ich dich schon mal beruhigen. Ich werde hier, wenn wir hier schlafen, ohne Oropax schlafen. Okay, du bist mein Wachhund quasi. Genau. Ja, also ich weiß nicht, ob das dafür so gedacht ist, dass man wirklich draußen schläft, weil es dieses Bett drin halt noch gibt. Aber es sieht aus wie ein Bett und ich werde es auf jeden Fall, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ich denke, es ist schon dafür gedacht, also, dass man die Möglichkeit hat, wenn man... Also, das Gute ist schon mal, man hat ein Mückennetz. Es sind zwei Kissen hier, die auch keine wasserfesten Kissen sind. Das bedeutet, man geht vielleicht davon aus, dass man wirklich hier schläft. Das Einzige, die Matratze ist richtig heftig hart, was Sinn macht, weil sie muss wahrscheinlich wasserfest sein. Ich hoffe, dass ich nachher nicht mi bin und sage, ich kann darauf nicht schlafen, ich muss rein. Aber wir werden sehen. Ja, also man hat sozusagen dieses Plateau mitten im Himmel, mitten im Dschungel. Ich bin total gespannt, wie das später aussieht, weil hier sind überall so Lampen. Oder hier, komm mal hier rüber, sind auch so kleine... Was ist das so? Unsere Lichterkette. Wir haben einfach die gleiche. Komplett dieselbe zu Hause. Hier ist wie so ein kleiner Steg. Da kann man sich dann hinschellen und so Leo und Kate spielen. Ja, warte, warte. Ich habe die ganze Zeit latent Angst, dass das Ding durchbricht und ich da unten lande. Und dann haben wir aber, wir haben nicht nur ein Schlafzimmer draußen, wir haben auch ein Wohnzimmer draußen. Ja, hier gibt es quasi noch eine Living Room Area mit extrem bequemen Sandsäcken. Und was ich auch sehr schön finde, auch so ein Spiegeltisch. Das heißt, sogar wenn man am Tisch sitzt und drauf guckt und... Das war noch ein bisschen in the nature. In the nature durch den Tisch. Mm. Ja, also ich sag mal so, der Raum ist sehr minimalistisch gehalten. Ich kann nicht viel sagen, außer ich bin einfach super gespannt, wie es sein wird, hier Zeit zu verbringen. Wird es super romantisch sein? Wir werden die Time unseres Lebens haben und innerhalb von 12 Stunden unser Nervensystem total beruhigen, weil wir mitten im Dschungel sind. Oder ziehen wir morgen früh aus und sagen, das war ein tolles Erlebnis, aber lass uns das nie wieder machen. Weil wir haben 200 Mückenstiche, uns haben Affen und Vögel angegriffen und wir mussten mitten in der Nacht wegen Starkregen wieder ins Zimmer. Und ich habe eine Panikattacke nachts gekriegt, weil ich leider ein Krokodil auf dem Boden meiner Toilette gesehen habe. Das wäre krass, wenn einfach so ein Krokodil langläuft unter deiner... Wenn du sitzt da schön am Scheißen, oder mal Krokodil. Ja, das wäre krass. Das hatte ich mal mit einem Krebs, ist aber schlecht vergleichbar. Und ja, das ist unser Zimmer. Das war jetzt erstmal die Roomtour und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie das wird. We will show you. Hier ist die Honesty Bar. Ich weiß nicht, wieso sie Honesty heißt. Also, dass du dir einfach was nehmen kannst und einfach morgen bezahlst. Ah, Honesty im Sinne von, wir vertrauen dir, dass du ehrlich bist und Geld für deine Getränke wirklich bezahlst. Please note your items in the book. Oh, how cute. Ah, okay. Dann gibt es hier einen Wasserspender, Gläser, eine Mikrowelle und Snacks. Oh mein Gott, hier gibt's. Guck mal, hier gibt es sogar so 5-Minuten-Terrinen. Pringles, geil, Snacks, Chips. Hier gibt's Chips für dich. Sugar, Coffee. Cool. Earth without art is just ill. Unterschreibe ich. Wir sind gerade auf dem Weg zum Essen und es ist einfach so krass, wie es so mitten im Dschungel ist. Ist schon fast ein bisschen creepy, ne? Finde ich. Ein bisschen, ja. Irgendwie ist es. So. Es kommt gar nicht so düster auf dem Bild rüber wie in echt. Wäre ich jetzt nicht erhöht, würde ich mir schon ganz schön in die Hose machen. Als wir gerade nicht da waren, ist noch eine Mitarbeiterin des Hotels gekommen und hat hier überall Blumen verteilt. Oh mein Gott, das ist richtig Honeymoon-Style. Wie schön. Oh. Wir brauchen keine Lichterketten. Wir haben Glühwürmchen. Da
boom, 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 boom. Kleines Glühwürmchen, bitte glühe einmal kurz. Oh, da. Wow, oh mein Gott, geh ab, Disco Misco. Wow, 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 wo willst du hin, wo willst du hin? Oh mein Gott. Leute, wir sitzen hier gerade im Dunkeln. Wir haben das Licht ausgemacht, weil wir haben da vorne... Oh Gott, habt ihr das gesehen, was hier gerade geflogen ist? In dem Baum hier habe ich eben gedacht, ich habe einen Affen gesehen, weil ich halt irgendwie was Schwarzes gesehen habe, was sich geschwungen hat. Jetzt haben wir gerade erst gecheckt, dass das Fledermäuse sind. Und zwar riesengroße. Flughunde. Flughunde. Riesengroße. Kevin hat das gerade gegoogelt. Die können eine Flugspannweite von bis... Spannweite oder Spannbreite? Spannweite. Flügelspannweite von bis zu 1,70 Meter haben und solche Viecher fliegen hier auch rum. Deswegen haben wir gerade das Licht ausgemacht. Und jetzt habe ich gerade die Kamera angemacht in der Hoffnung, dass ich mit euch vielleicht einen erwische. Habt ihr es gesehen? Passt. Ich habe es auf Kamera. Oh mein Gott, da war wieder was. Wir haben den Schatten auf jeden Fall gesehen. Ja. Okay, so gut konnte man es noch nie sehen. Weggeklettert, ne? Nee, ist da noch. Ich warte darauf, dass er weiterfliegt. Der hängt da noch. Er frisst Blätter. So. Okay, krass. Okay. Wir sind drin. Okay, dadurch, dass wir natürlich eigentlich nur kurz quasi neben Bangkok sind, ist die Lichtverschmutzung natürlich schon so groß, dass es sehr hell ist. Plus, da vorne ist Licht an. Das heißt, ich meine, für diese Lichterkette sind wir selbst verantwortlich, aber für die Helligkeit insgesamt müssen wir mal gucken. Gute Nacht! Guten Morgen, Leute. Ich sehe noch richtig hart verpennt aus. Ich wollte euch auf jeden Fall nur erzählen, dass wir heute Nacht noch umgezogen sind. Wir sind reingegangen. Wir haben uns hingelegt und haben versucht, draußen zu schlafen. Und irgendwann habe ich so leise zu Kevin gesagt, ich überlege gerade, ob wir vielleicht reingehen. Und er so, ich auch schon länger, seit einer Stunde. Und dann sind wir noch reingegangen, weil uns die Matratze draußen einfach zu hart war. Und es war irgendwie super hell und super laut. Und ich bin aber mega froh, dass wir es versucht haben. Und hier drin war es auch so cozy. Das Bett war so bequem. Es war so angenehm wegen der Klimaanlage. Es war richtig schön, gestern Abend noch so ein, zwei Stündchen draußen zu liegen und sich den Himmel anzugucken. Aber dann war ich auch wirklich froh, dass ich hier drin liege. Somit war unsere Nacht im Bangkok Treehouse vorüber. Zusammenfassend würde ich sagen, dass es definitiv ein Abenteuer wert ist, auch wenn wir die Nacht jetzt nicht komplett draußen verbracht haben. Eine etwas weichere Auflage für das Draußenbett, damit es nicht so richtig bodenhart, also hart wie der Boden ist, wäre auf jeden Fall eine tolle Option für Gäste, die die Nacht gern wirklich draußen verbringen würden. Außerdem war das Brot des kleinen Frühstücksbuffets sehr verschimmelt und ein paar Produkte abgelaufen, was bei einer 100-Euro-Zimmer-Kategorie definitiv besser überprüft werden müsste in meinen Augen. Weswegen wir dann auch außerhalb gefrühstückt haben. Insgesamt würden diese Punkte mich aber nicht davon abhalten, Freunden dieses Erlebnis zu empfehlen, da alles andere wirklich sehr sauber und ordentlich war und das Erlebnis einfach einmalig und besonders ist. Overall sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir ins Bangkok Treehouse gekommen sind. Unter den besonderen Hotels liegt das Zimmer mit 100 Euro bei Nacht definitiv in einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Nachhinein wäre ich gerne eine Nacht länger geblieben, um so richtig in der Natur anzukommen, aber für den Abend mitten im Dschungel und die Beobachtung von den Tieren und diese super coole Dschungeldusche und das gemütliche Bett im Innenraum lohnt es sich definitiv mal so einen kleinen Abstecher hierher zu machen, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Leute, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder abonniert uns, falls ihr mehr davon sehen wollt. Falls ihr mehr von unserer Thailand-Reise insgesamt sehen wollt, könnt ihr gerne das Thailand-Highlight auf meiner Instagram-Seite abchecken. Und bis zum nächsten Mal sage ich an dieser Stelle, bleibt süß. Kussi.